Die Beschützer der Menschen besingen wir, die Engel, die der himmlische Vater der hinfälligen Natur als Begleiter gegeben hat, damit sie nicht den Feinden unterliege. Denn da gestürzt ist der Verräterengel, mit Recht beraubt der zugestandenen Ehre, versucht er brennend vor Neid, die zu schlagen, welche Gott zum Himmel ruft. Hierher also eile, immer wachsamer Beschützer, und wende ab von dem dir vertrauten Vaterland sowohl die Krankheiten der Seele als auch alles, was die Einwohner nicht ruhen lässt. Meine lieben Schwestern und Brüder, bis vor wenigen Jahrzehnten ließ die Kirche uns so beten und singen. Inzwischen hat sie sich offenbar ein wenig umentschieden, weil dieser Hymnus ist gestrichen, er ist ersetzt. Man mag sagen, schade, denn dieser Hymnus passt so gut zu dem, was der Papst heute Morgen gepredigt hat. Und man kann mit dem, was er uns da in Erinnerung ruft, ihn nur als Geschenk für die Kirche unserer Zeit betrachten und ihn so ansehen. Weniger das Plakative, das manche meinen, aus ihm machen zu müssen, sondern wirklich zu hören, was er sagt. Das Erste, was er heute Morgen gesagt hat, war: Die Engel sind keine fixe oder fromme Idee, sondern sie existieren. Und es wäre ja nicht er mit seiner, sollen wir sagen, auch im höchsten Amt der Kirche, pastoralen Praxis, wenn er nicht gleich die Zuhörenden fragte: Wann hast du denn zuletzt mal mit deinem Schutzengel gesprochen? Wann hast du zu ihm gebetet? Wann hast du ihn herbeigerufen? Wann hast du ihn um Entschuldigung gebeten? Ich finde, das sind sehr ernsthafte Fragen, die wir nicht einfach abtun sollten, weil heute der 2. Oktober ist. Früher sagte man Schutzengelfest, heute heißt das dann offiziell Gedenktag, heiliger Schutzengel, gut. Und dann lassen wir es wieder dabei bewenden. Sondern es ist die Handschrift Gottes, die an einem solchen Tag deutlich wird. Und es ist wichtig, dass wir diesen Tag entsprechend begehen. Denn wir können ohne die Engel gar nicht Liturgie feiern. In jeder Messe begegnen sie uns so zahlreich, in ihrer Nennung, in jedem Hochgebet, unmittelbar vor dem Sanctus, indem wir nämlich uns ihren Gesang zu eigen machen. Wir leihen uns ihre Worte aus, die sie unaufhörlich vor dem lebendigen Gott sprechen. Es gibt Theologen, die das kritisieren und sagen, das versteht ja niemand mehr. Die Quittung für diese Auffassung, die sich natürlich auch in unserem Brevier und in den Texten niedergeschlagen hat, haben wir dann in den Esoterikregalen stehen. Engel aller Orten, manchmal bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, ist ja auch schwierig, lichtvolle Wesen oder reine Geistwesen darzustellen, aber doch klimpern sie herum als Windspiel, als Schlüsselanhänger für das Auto, für übers Bett, überall. Engel aller Orten, nur nicht mehr in der Kirche. Merkwürdig, oder? Eine sehr säkulare Variante dessen, was wir eigentlich heute feiern, ist das. Man hat sozusagen die Engel, nachdem man sie in der Kirche vor die Tür gesetzt hat, fast adoptiert draußen in der säkularen Welt. Man wollte sie nicht irgendwo stehen lassen. Man hat gedacht, na kommt wenigstens zu uns. Schwestern und Brüder, das Schutzengelfest soll uns einladen, dass wir sie wieder zurückholen. Und der Papst macht das natürlich nicht mit meinen bescheidenen Worten, sondern er hat wirklich diesen großen Bogen, den er da spricht. Nicht eine Idee, nicht irgendetwas Frommes, sondern reale Existenz. Und er geht weiter und sagt, wer von uns kann sich denn selber beraten? Wer kann mit sich selber nur zu Rate gehen? Was soll denn dabei herauskommen, wenn ich mich selber berate, wenn ich mich selber um Rat frage? Wer kennt nicht die Stimme, die sagt, da würde ich jetzt die Finger von lassen. Oder, komm, mach das. Und manchmal sind wir zu schwach, entweder die Finger von etwas zu lassen oder sind zu schwach, das Geratene zu tun. Aber genau das ist, wie der Papst sagt, der Weggefährte, den Gott jedem Menschen, angefangen bei den Kleinsten, gerade bei ihnen, die er uns und allen gibt. Das große Geschenk Gottes,
das ganz seine Handschrift trägt. Hütet euch, einen von diesen Kleinen zu verachten. Dieses Wort aus dem Evangelium dürfen wir sicher auch auf diese Weggefährten, von denen der Papst sprach oder wie er sie bezeichnet hat, dürfen wir auch auf sie beziehen. Hütet euch, einen von diesen Schutzengeln zu verachten. Wir beleidigen sie oft genug. Wie oft, wenn ich das denke, müssen sie zur Seite blicken, weil sie durch die Anschauung Gottes geschult es nicht ertragen, uns oder mich so verkommen, so verpeilt, so vom Engel unberaten zu sehen und zu erleben. Und dennoch bleiben sie, weil sie treu sind wie der, in dessen Gegenwart sie leben, der sie gesandt hat. Hierher eile, immer wachsamer Beschützer. Wenn wir auf die Suche gehen, finden wir solche Gebete, wie das Lied, das wir am Beginn gesungen haben, das es leider schon ins letzte Gotteslob nicht mehr geschafft hat und auch ins neue nicht. Aber das macht nichts. Es hält uns nicht ab vom Beten. Mit welchen Worten auch immer, wir sollten diesen Weggefährten Gottes immer herbeirufen, hochschätzen und seinen Ratschlägen folgen.